Jetzt raten wir mal, ob Ehingen gewonnen hat oder nicht. Auswärtssieg! MVP! MVP! Auswärtssieg! 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 Bevor jetzt hier alle Fans komplett heiser sind, will ich dann doch mal kurz wissen, wie denn das Spiel so gelaufen ist. Sag mal, wie war's? Wahnsinn! Wahnsinn! Einfach nur gut! Einfach nur der Wahnsinn! Ich muss was trinken! Er geht gleich was trinken! Ich muss noch kurz das Interview fertig machen! Also, richtig! Wahnsinn! Wir waren bei Wahnsinn! Was noch? Unbelievable! Okay. Ich glaube, mehr können wir gerade im Moment von dir nicht erwarten, oder? Nee. Wir sind einfach völlig fassungslos! Wir wollen jetzt feiern, wir wollen jetzt den Sieg genießen und ich bin aus! Also, er ist raus, du bist noch da! Wie war das Spiel? Ich bin noch da, das ging Schlag auf Schlag, aber der Giri war nicht so gut, meiner Meinung nach. Aber was für eine Figur haben die Ehinger denn heute gemacht? Ah, die haben einfach angegriffen, die haben immer jeden Punkt eingemacht. Früher war es so in Ehingen, da ging immer ein Kopf daneben und was weiß ich alles möglich, aber heute ging alles rein. Das war brutal. Und er strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Ich strahl, ey, das war richtig geil. Und die Stimmung herrscht, ey, brutal. Ehingen gewinnt hier in Crailsheim, wie findest du das? Nicht schlecht. Bitte, das ist, glaube ich, eine der untertriebensten Emotionen, die ich heute bisher gesehen habe. Ja, ich habe hier ein paar Freunde aus Crailsheim neben mir, deswegen sind wir ein bisschen... Muss ich jetzt ein bisschen zurückhalten, ne? Ja. Im Bus nachher, dann wird richtig gefeiert, ja, ne? Ja, aber hallo. Nee, es war sehr, sehr, sehr geil. Warum? Ich habe gehört, so gut wie heute war es noch nie in Crailsheim, vom Spielerischen her. Super! War geil! Nee, komm mal her. Was nicht? Komm, einmal in Crailsheim, also wir... Es tut uns ja schon ein bisschen leid, dass ihr heute verloren habt. Wir freuen uns natürlich über unseren Sieg, aber jetzt aus deiner Perspektive, wie war das Spiel heute? Der Sieg war verdient. Ja? Es war verdient, ja. Wer so blöd ist und nicht fault, verdient. Werdet ihr jetzt trotzdem heute Abend alle gemeinsam hier noch Party machen? Nein. Natürlich! Was für ein Spiel? Jo, Spaß, ne? Arsch rein! Super! Super Sahne! Wie haben sich die Ehinger Jungs heute geschlagen auf dem Platz? Arsch rein, ey! Lauter Dreier! Passt, lol! Also ich merke schon, je erfolgreicher die Steeples sind, desto einsilbiger werden die Fans! Party people on the house! Yo! This is how we do it! Ich renne ihm schon seit einem geschlagenen Jahr hinterher und endlich gibt er mir mal ein Interview. Jetzt sag mal, wie war das Spiel heute? Also ich habe es grandios gefunden. Ich muss sagen, die ersten 5 Minuten war ja echt geil, das Spiel. Gell? Jeder Korb hat getroffen, alles war drin. Gell? Und zum Schluss hat man einfach gesehen, unsere Defense, die Defense war grandios. Wir haben ja fast alles unter dem Korb geholt und das hat mir so toll gefunden, unsere Spieler. Das war ausschlaggebend und zum Schluss haben wir natürlich alles getroffen. Und die haben geworfen und nichts mehr getroffen. Und das hat es halt ausgemacht. Ja, aber trotzdem trägst du ja beide Schals heute Abend, ne? Ein Herz blutet natürlich mit, ja, weil wir haben halt Crailsheimer Freunde und mein Stiefsohn, der Raphael, ist jetzt zwar gerade übergangen, gell, aber es tut mir schon irgendwo ein bisschen weh. Aber trotzdem, ich freue mich tierisch, dass wir hier gewonnen haben und so soll es jetzt auch bleiben. Komplettes Spiel mitbekommen hat, hautnah ist unser Fanreporter Fabio. Fabio, wie waren die Ehinger-Fans drauf während des kompletten Spiels? Also die Ehinger waren heute in Crailsheim so mega hart drauf. Also die haben schon den Bus richtig Vollgas gegeben. Aber das, was sie hier in der Halle in Crailsheim gebracht haben, das hat noch die Busfahrt um 5 Klassen übertroffen. Und vielleicht war das auch der ausschlaggebende Punkt, dass die Steeples heute so gut gespielt haben und heute so überzeugt haben auch. Du bist jetzt nachher noch im Bus wieder mit zurückfahren, ne? Ja, leider. Sie haben ihm schon angedroht, ihn mit allen möglichen köstlichen alkoholischen Getränken abzufüllen. Was erwartet dich jetzt gleich noch im Bus? Also ich denke, ich werde einsteigen und erstmal meinen Schlafplatz richten, dann eine Stunde oder zwei schlafen und bis ich daheim bin, meine Freundin wecken mit einem Kuss und dann weiter schlafen. Oh Gott, wie romantisch. Viel Spaß dabei. Wer es glaubt, wird selig. Schlaflos,
Sonntag ist los. Oh la la, du hast mich im Schlafe zur Mutter gemacht. Du hast mich im Schlafe zur Mutter gemacht. Juhu! Na komm, wir nehmen dich mal mit. Komm mal mit. One interview now. So, how was the game for you? The game was fun. Both teams play hard. Das Spiel war geil. Das Spiel war geil. Alles gut. Alles schön. Good Spiel. Nice people. Nice people, how do you nice say it? Fans. Nice fans. Oh, fans are great. Best fans in Pro A. Pro A. So, yes. Und das Spiel war geil. Oder Elvira, was sagst du? Das war gut, gell? Das war geil. Great. Das war geil. That was good. Das Spiel war echt geil. Ah. Wie war das Spiel heute so für dich? Es war ein sehr gutes Spiel. Es war geil. Okay. Es war ein richtig, richtig geiles Spiel. Die Mannschaft hat alles gehabt. Wer war der beste Spieler heute? Das ist schwer zu sagen. Hast du nicht mehr viel mitgekriegt heute, gell? Ich möchte behaupten, dass ich sehr viel mitgekriegt habe vom Spiel. Ja, aber der Partybus war ja gut dabei heute. Das ist richtig, der Partybus ist immer noch gut dabei. Also wir waren gute Fans heute, oder? Wie würdest du das beurteilen? Naja, es gab eine Schwächephase. Drittes Viertel, Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel, wo die Schwächephase angefangen hat oder wo eine Schwächephase da war und da waren also die meine Phase auch, also war immer gut. Warte. Deine top. Deine Phase war auch gut, top, gell?